mein Gott, dich kann nichts, auch kein Doktortitel vor Obdachlosigkeit retten. Und das ist es, was ich den Leuten zeigen will, meine Liebe. Deshalb kämpfe ich so hart. Los Angeles, Downtown. Nur 12 Kilometer entfernt von Hollywood, von all den Reichen und Schönen. Reich ist hier niemand, aber schön sollen sie sich alle fühlen. Das ist die Mission von Shirley Raines und ihrer Organisation Beauty to the Streets. 3 bis 4 Mal in der Woche kommt die 54-Jährige nach Skid Row, schenkt den Bedürftigen warmes Essen, einen neuen Haarschnitt und Kleidung. Finanziert durch Spenden, vor allem ihrer Social-Media-Follower. 50 Häuserblocks, etwa 10 Quadratkilometer, über 8000 Menschen wohnen hier, die eins gemeinsam haben. Sie leben alle auf der Straße. Eine Nachbarschaft, von der es heißt, auf jeden Fall meiden. Niemals alleine dorthin. Saugefährlich, nur Penner und Drogenjunkies. Unfaire Vorurteile findet Shirley. Die erste Frau, die ich hier getroffen habe, hatte einen Doktortitel. Ich habe mich um eine Krankenschwester gekümmert, die schizophren war. Ich habe mich um einen Arzt gekümmert, um mehrere Priester. Ich will die Vorstellung davon, was Obdachlosigkeit ist, ändern. Ich weiß nicht, warum die Leute denken, sie kommen hierher und finden diese dunkle, unterirdische Welt vor, in der alle undankbare Menschen, Drogenabhängige, Prostituierte, Mörder und Vergewaltiger sind. Für Shirley sind sie keine Versager. Es sind einfach Menschen, die Hilfe brauchen. Mehr muss sie nicht wissen. Ich frage nicht nach Geschichten. Das ist ihr Recht. Nur weil Menschen keine 4 Wände und eine Tür haben, heißt das nicht, dass ihnen keine Privatsphäre zusteht. Ich kenne niemandes Geschichte hier, es sei denn, er will sie erzählen. Und die meisten von ihnen wollen es nicht. Ich kenne nicht mal ihren Namen. Ich nenne sie Kings und Queens. Ich bin hier, um zu helfen. Daran ändert auch eine Geschichte nichts. Hey Wayne! Thank you. Come on, help David, Wayne. Mindestens 500 Kings und Queens kommen jeden Samstag hierher. Damit sie genug zu essen bekommen, steht David Mondragon seit 5 Uhr morgens hier und rührt kiloweise Bohnen. Heute gibt es Pinto-Bohnen, Nudelsalat und 3 Hähnchentacos. Die Bohnen rühren und rühren wir, damit sie schön heiß werden. Ich komme immer so 3 Stunden vorher, einfach um sicher zu gehen, dass alles gut ist. David ist eigentlich Broker. War mal gut im Geschäft, bis Corona kam. Er verlor den Job, sein Leben geriet aus den Fugen. Dann traf er Shirley und sie gab ihm wieder eine Aufgabe. Er weiß, wie schnell man hier abstürzen kann. Nur weil es uns besser geht, heißt das nicht, dass wir sie so behandeln müssen, als ob es uns besser ginge. Wir sind alle gleich. Wir alle sterben und leben. Warum kannst du dir also nicht 5 Minuten Zeit nehmen, um jemandem zu helfen? 46% der Amerikaner, das sind 140 Millionen Menschen, leben in Familien, deren Einkommen nicht ausreicht, um ihre Grundbedürfnisse zu decken. Kalifornien hat die höchste Quote mit 55%. Die steigenden Preise, Inflation, Mietexplosionen verschärfen das Problem. In Los Angeles liegt die Durchschnittsmiete für eine Familie mittlerweile bei etwa $4.600. Und was tut die Stadt? Definitiv nicht genug, sagt Shirley. Die Stadt Los Angeles hat noch nie ein Gespräch mit uns gesucht, keine einzige Maske gespendet, noch nie gefragt, ob wir während der Pandemie Handdesinfektionsmittel brauchen. Ich werde sicher nicht Däumchen drehen und darauf warten, dass die Stadt etwas tut. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich weiß, was ich seit 7 Jahren tue. Frage: Eine Mutter mit einfachem Schulabschluss, die kein Geld auf der Bank hat, hat es geschafft, 7 Jahre lang Menschen zu ernähren und das mitten auf der Straße. Wenn ich das kann, frage ich mich, was diese gebildeten Männer, die tonnenweise Geld verdienen und in ihren schicken Büros sitzen mit ihrer Zeit anstellen. Shirley will ihre Kings und Queens nicht warten lassen. Viele von ihnen stehen schon seit Stunden hier an. Die ersten 30 in der Schlange bekommen ein Ticket, damit sich niemand vordrängeln kann. Und dann geht es los, möglichst geregelt. Zuerst die warme Mahlzeit und Snacks, dann Kleidung, anschließend Kosmetik. Besonders begehrt? Haarpflege. So wie bei Chocolate. Das ist ihr Spitzname. Auf diesen Moment hat sie lange gewartet. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen. Wie geht es dir heute? Sehr gut. Ich liebe es, hierher zu kommen. Ich liebe Shirley. Ich schätze sie so sehr, denn sie kümmert sich um die Menschen. Gott segne sie mit guten Dingen, dafür, dass sie immer nach Skid Row kommt und uns hilft.
Nach dem Haarewaschen geht es weiter zu Sisi. Sie fährt jede Woche 2 Stunden hierher, um zu helfen. Selbst jetzt, bei extrem hohen Benzinpreisen. Sie verdienen genau dasselbe wie alle anderen auch. Also gebe ich ihnen jedes Mal, wenn ich hier bin, das Beste, was ich habe. Sie verdienen es einfach. Mit einer Engelsgeduld kümmert sich Sisi um Chocolates Haare. Und die genießt es, diese Pause von der harten Realität. Oh, das ist eng. Und doch weiß sie, das hier ist etwas ganz Besonderes. Shirley hat wirklich gute Leute, wie in einem richtigen Friseursalon. Professionell und kostenlos. Nur weil sie obdachlos sind, heißt das nicht, dass sie keine richtigen Menschen sind. Es bedeutet nicht, dass sie keine Arbeit haben oder dass sie keine Kinder oder Familie haben. Es bedeutet nur, dass sie es sich nicht leisten können, so zu leben, wie andere es tun. Hier soll es den Queens und Kings an nichts fehlen. Dafür hat Shirley warmes Wasser zum Haarewaschen besorgt, Haarfarben von schwarz bis blau, Rasierer für Bärte und Kurzhaarschnitte. Auch James' Stuhl ist immer besetzt. Gerade ist ein bekanntes Gesicht bei ihm. Danach fühle ich mich immer besser. Er macht seinen Job einfach perfekt. Wenn er fertig ist, sieht nicht nur sein Bart wieder gut aus. Er fühlt sich auch weniger wie ein Obdachloser. Und genau darum geht es. Sie wollen sich einfach wohlfühlen. Jeder Mensch will sich wohlfühlen. Manchmal duscht man, macht sich die Haare nur, um auf der Couch zu sitzen. Man will sich einfach gut fühlen. Und das ist etwas, was sie hier draußen einfach nicht haben. Sich gut fühlen, gepflegt aussehen. Wie wichtig das den Menschen hier ist, weiß auch Dakota Nelson. Die 24-Jährige ist für das Make-up zuständig. Wir zeigen ihnen, was zu ihnen passt, und sie suchen sich etwas aus. Lippenstift in einer bestimmten Farbe oder Nagellack, Wimperntusche oder eher keine. Ich bin nur hier, um diesen Menschen etwas zurückzugeben. Das meiste hier sind Markenprodukte. Billiger Ramsch passt nicht zu Beauty to the Streets. Dakota sucht für jeden Geschmack und jede Hautfarbe das Beste heraus. Manchmal kommen sie sogar zurück und sagen, sieh mal, das ist die Farbe, die du ausgesucht hast. Ich mag sie so sehr. Dafür lohnt sich die ganze Arbeit. Trotzdem kommt es in diesen Gegenden auch immer wieder zu Konflikten. Menschen sind aggressiv, gereizt, manche von ihnen stehen unter Drogen. Jorge González ist Security-Mann und fast jede Woche da, um aufzupassen. Das ist ganz normal, ja. Das passiert die ganze Zeit. Manchmal kommen die Leute von allen Seiten, ohne wirklich zu wissen, was hier los ist, und sind sehr aggressiv. Deshalb sind wir hier, um sicherzustellen, dass nichts passiert. Konflikte gäbe es zwar überall, aber der Frust bei den Menschen hier nehme zu, erklärt Shirley ihren hunderttausenden Followern auf Instagram. Wie ihr mitbekommen habt, ging es in letzter Zeit etwas aggressiver und turbulenter zu. Es ist einfach die Wut, die man gerade in der ganzen Welt spürt. Hier in Skid Row sind es etwa 8000 obdachlose Menschen, Tendenz steigend, eingepfercht in 55 Blocks. Die Temperaturen liegen bei 38 Grad. Sie sind frustriert, sie haben Hunger, sie sind verletzt, sie fühlen sich allein und vernachlässigt. Wer zu ihr kommt, soll sich an die Regeln halten. Sonst gibt's weder Essen noch Haarpflege. Stellt euch auf! Höflichkeiten erhofft sich die alleinerziehende Mutter nicht. Sie erwartet nicht einmal ein Danke. Es gibt Menschen, die sich bedanken. Es gibt Menschen, die sich nicht bedanken. Und das hat nichts damit zu tun, ob sie auf der Straße leben. Danke ist nur ein Wort. Es ist wichtiger, was die Menschen tun, dass sie immer wieder kommen, auch wenn sie sich nicht bedanken. Wie oft hast du nicht Danke gesagt? Wir alle sind heute Morgen aufgewacht. Hast du Danke gesagt und Gott gedankt, dass du am Leben bist? Nach 10 Stunden und 500 Besuchern und Besucherinnen stehen immer noch Menschen an. Shirley ist seit 2:30 Uhr morgens auf den Beinen. Der Job ist hart. Spenden akquirieren, einkaufen, Ehrenamtliche finden, vor Ort sein, auf Social Media zeigen, was mit dem Geld passiert. Ich zeige ihnen, was mit ihrem Geld passiert, klar. Shirley kommt dem Bedarf kaum hinterher. Es seien zu viele, die Hilfe benötigen und sie nicht bekommen. Ich bin nicht die Richtige für diesen Job. Die Stadt sollte das machen, nicht ich. Ich glaube, Gott will, dass ich das mache. Und warum? Weil ich es kann und weil ich es werde. Denn eines würde ich niemals tun. Ich gebe nie einen Menschen auf. Ich habe mich selbst nicht aufgegeben und ich werde die Leute hier nicht aufgeben. Ich glaube, er hat mich nicht wegen meines Wissens oder meiner Talente ausgewählt oder weil ich ein guter Mensch bin. Ich glaube, er hat mich ausgewählt, weil ich einen Drive habe wie kein anderer. Ohne entsprechende Politik wird das Problem Obdachlosigkeit hier nicht gelöst werden können.
Und doch wollen Shirleys, Queens und Kings niemals auf sie verzichten. Denn sie bringt das, was Gegenden wie Skid Row schon lange verloren haben: Schönheit. Mitten auf die Straße.